Glück, mit Lotto ohne einen Tippschein ausgefüllt zu haben, hatte der Verein Academia Dantesca, der sich der Wiederherstellung des Schlosses Janishausen widmet. Vertreter der Deutschen Stiftung Denkmalschutz konnten 25.000 Euro übergeben, die stammen aus Lottoeinnahmen. Die Auswahl trifft die Stiftung Denkmalschutz. Und dort sitzen Leute, die objektiv, neutral, fachkundig entscheiden können, wo die Gelder, die wir überweisen, die wir abführen an die Stiftung, sinnvoll und optimal verwendet werden. Und wir machen immer regelmäßig auch die persönliche Begleitung, dass wir also so eine Scheckübergabe machen, um damit auch zu demonstrieren, wir sind hier auch dafür da, auch den sozialen, kulturellen Bereich mit zu unterstützen. Bei der Scheckübergabe mit dabei der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière. Als Bundestagsabgeordneter zeigt er sich bescheiden. Die eigentlichen Helden hier sind die Träger dieses Objekts. Das ist eine Gruppe von Menschen, die zum Teil hier wohnt, die sich verliebt hat in dieses herrliche Schloss, was sächsische Geschichte geschrieben hat. Und die jetzt nicht einen Käufer suchen, den Investor, der hier ein Fünf-Sterne-Hotel daraus macht, sondern sagen, das muss erhalten werden, das machen wir Stück für Stück. Das machen wir mit großer Leidenschaft, aber wenig Geld. Und deswegen freue ich mich, wenn Lotto und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und andere helfen, dass das hier vorangeht. Wer also bei der Ziehung der Lottozahlen nicht die richtigen Kreuze auf seinem Tippschein gemacht hat, kann sich jetzt zumindest sicher sein, dass ein Teil seines Einsatzes für erhaltenswertes Kulturgut verwandt wird.